Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Spider-Man. Wo wollen wir denn? Was haben wir denn vor? Ich habe gesagt, wir gehen zur Hauptstory, ne? Warum stehe ich denn jetzt hier? Ja, ich hatte ja noch eine Herausforderung gemacht. Machen wir hier die Bombenherausforderung noch? Ja, komm. Die ziehen wir noch eben mit. Und zack. Oh, das war ja mal ein Satz mit X. Das ist schon wieder paar Tage her, seit ich gespielt habe. Gucken wir, ob ich es noch raus habe. Oh, da ist einer. Eine Gruppe Terroristen ermordet amerikanische Bürger bei einem Bombenanschlag. Wie ist es möglich, dass diese maskierten Verbrecher nicht ausgelöscht werden, sondern noch auf freiem Fuß sind und nach wie vor Unschuldige wie Oscorp-Finanzvorstand Charles Standish in ihrem Zuhause angreifen? Wie? Sie sind live mit J. Jonah Jameson. Ja, mein Cousin ist Gefängniswärter und er meinte, die verhafteten Dämonen reden nicht. Sie machen dicht, reden nicht mal mit ihren Anwälten. Das verstärkt Befürchtungen, die ich zu diesen Dämonen hatte. Das sind keine normalen Verbrecher, vielleicht nicht mal normale Terroristen, obwohl sie definitiv Terror verbreiten. Aber das sieht mir immer mehr nach einem Kult aus. Soll das ein Witz sein? Diese Leute sind wahnsinnig, die sind unberechenbar. Schrecklich, nicht wahr? Heißt das, wir müssen in Angst leben, ständig über die Schulter schauen, jederzeit mit einem Attentat rechnen? Wenn Sie mich fragen, dann lautet die Antwort ja. Naja, es ist tatsächlich sogar was dran, ausnahmsweise mal. Vielleicht wird er doch noch ein vernünftiger Journalist, der gute Mann. Mir bleibt nicht viel Zeit! Das war ja unfair. Okay, die hier wäre geschafft. Okay, noch eine. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Zehn Sekunden! Echt, bist du mir? Oh, ja. Hätte besser sein können! Oh ja, das hätte deutlich besser sein können. Das schaffen wir nochmal. Es ging nach hinten los. Das war so. Wieso ist denn die jetzt in der Kiste? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Das verstehe ich nicht. Schnell, die Bomben könnten gleich hochgehen. Mein Netz hat das ganz gut abgedämpft. Noch eine! Beeilung! Ach, komm schon. Alter. Schön, dich zu sehen. Geht so. Ich hoffe, der Psycho denkt jetzt nicht schlecht. Na komm, in aller guten Dinge sind drei, und wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe, auf zwei Marken zu kommen. Mit zwei Marken kann ich leben. Ich werde irgendwann dann natürlich dafür sorgen, dass ich alle Herausforderungen auf drei habe, aber das sollte erstmal reichen. Mir bleibt nicht viel Zeit!
Laut, aber harmlos. Nein! Okay, noch eine. Ist es schlimm, dass ich besser abschneiden wollte? Gut. Das war halt dumm. Gucken wir uns dann später, wie gesagt. Ich werde dann offscreen alle drei. Alle raus wird man auf 3 Sterne bringen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zur Story. Was war das? WTF? Ich kenne dich! Du warst die Halloween-Deko meiner Nachbarn! Ich bin Taskmaster. Und du wirst jetzt zur Schule gehen. So nicht. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis. Alles, was du tust, kann ich imitieren. Hey! Oh ja, und ich kann auch vorhersehen, was du tun wirst. Okay. Das ist kein Versteckspiel. Kämpf wie ein Mann. Wohl sei. Beeindruckend. Das brauche ich zu viel geben. Aha, Testmaster hat sich also mit den Wäldern angelegt. Wie kommt denn jetzt da hin? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Puh. Wenn ich das mache, steht niemand wieder auf. Wann wird dir klar, dass das nicht funktioniert? Für mich läuft es großartig. Ich werde dich mehr von deinem Moos. Lass das aufstehen. Warum Mensch. Blockst du andauernd? Hab ich doch gesagt. Ich weiß alles, was du vorhast. Rauchbomben. So viel zu meiner Allergie. Ich muss eine Lücke finden. Er nutzt meine Moves. Aha, klar gesagt. Das ist mein patentierter Netzschlag. Ist bestimmt ein Partyknaller. Ich brauch Sachen zum Schmeißen. Hat er mich aber mal richtig fertig gemacht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Taskmaster. Kommt der einfach. Ah. Jetzt echt? Ich bin enttäuscht. Das kannst du doch besser. Willst du mich umbringen oder rekrutieren? Ich bin noch nicht sicher. Deshalb habe ich weitere Aufgaben für dich. Löse sie, als ob dein Leben davon abhänge. Denn das tut es. Okay, hat er jetzt noch mehr Herausforderungen reingesetzt? Nö, eigentlich nicht so. So, versuchen wir es weiter. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Da habe ich aber echt gemurkst. Zack. Und schauen wir mal. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Wie praktisch. Delaney sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist.
Yeah, we can do that. Anything else? Yeah, yeah, yeah. I'm a little hungry. Okay. Warum so unfreundlich? Ich versuche nur meinen Job zu machen. Night of Thousand Goods. Alle tragen Kostüme. Wie ich. Ja, nur ist dein Kostüm richtig geil. Ja, dann Spider-Mans hier sind eher so... Da hat sich ja mal jemand angestrengt. Dr. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Hat Samon? Ich habe einen Job angeboten aus Delaware. Delaware kennt Broadway. Kultur. Hey, sieh uns an. Wir sind Spider-Bros. Naja. Sieh dir meine Moves an. Tschu, tschu, tschu. Mysterio. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, meine Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Das ist ein Ende, Spider-Man! Wer ist jetzt der Echte? Jetzt hab ich dich! Was soll das? Ich habe eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden. Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Also nach dem Moves sollte ja aber klar... Ihm? Hier? Aber klar gewesen sein, dass ich der Echte bin. So. Wahrscheinlich... Kaka! Kaka! Esst! Esst, meine lieben Kinder! Der lächerlichste. Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Kaka! Kaka! Ich kann meine Netze nicht verwenden. Wie komme ich da hoch? Akua! Ich kann euch nicht hören! Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er! Die Echse mit dem Kittel! Hey, hier drüben! Kaka! 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 Schaut mal, da ist Spider-Boy! Ich bin dein Erzfeind, also kämpf hier! Vielleicht später. Was ist denn, Spider-Männer? Angst vor meinem mächtigen Dorf? Hey, was bist du? Komm schon! Hey, kämpf! Fein um Spider-Man! Ja! Was zum Teufel? Oh, Mist! Oh mein Gott! Das wird ein abgefahrener Livestream! Auf ihn, Spidey! Yeah! Was willst du? Toll! Und immer, was wir da finden. Regel, Baby, Baby. Immer sagte, sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Geht's allen gut? Geplant. Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Du bist
kein Kanto. Nee, machen wir es kuschelig. Panisch oder was auch immer. Da könnte ich drunter gehen. Ist aber auch hier tun. Schalten wir erstmal einen nach dem anderen aus. Komme ich nicht mehr durch. Hier nehme ich an. Wo haben Sie die Lenny hingebracht? Ich will jetzt hier den Schwanz ausweichen. Da ist Dr. Delaney. Ende. Oh, Seraph Farm. Wer sind Sie? Wir arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee. Zieht er sich jetzt krank oder was? Anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Alter. Übertreib mal. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Danke. Krass. Ein Spider-Man-Spiel ist das echt übel. Einfach mal ein bisschen schocken hier. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Schön. Ach ja, da konnte den Delaney, glaube ich, hieß er nicht. Dass er sich da selbst mit der schießt, das ist ein Spider-Man-Spiel. Ist das schon echt. Okay. Ah!
komm, mach mal so. Ich hab doch meine letzte Blüte gar nicht. So kann ich den benutzen. Was hat Lee mit den Leuten getan? Falls es hilft, das tut mir echt leid! Rino! Nicht der schon wieder. Vertrauen Sie mir! Ist zu Ihrem Besten! Entschuldigung! Dass ich den nicht anschmeißen kann. Benutzen wir ihn halt. Wie nicht würde. Ja, da wird Jonah ein gefundenes Fressen draus machen. Juri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Ich glaube, mein Gain ist zu hoch. So. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay. Ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Okay, dafür muss ich wohin? Gib mir einen Tipp. Ja. Doch, es sind mehr Herausforderungen geworden. Weil ich momentan noch nicht weiß, wo ich hin muss. Irgendwas Neues? Oh ja, neuen Anzug. Was haben wir denn da? Der Tempoanzug. Mikrogyroskop ermöglicht ein schnelleres Sprinten und können in Echtzeit Bewegungskräfte übertragen, um Gegner zu irgendwas. Ist unerschwinglich, weil ich nicht 4 Herausforderungsmarken habe, sondern nur 2. Okay. Fähigkeiten. Ja, ein verfügbar. Kostet aber 2. Bonusfokus, um Angriffe zu verketten. Sehr gut, perfekter Treffer. Verbessert die Vor bei hohen Kombo-Punktzahlen und die Rache. Gut. Da ist er. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja, aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborne mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle Einträge vernichtet. Ich habe nur Rechnungen von Osborns Privatkonto an Fisks Baufirma. Wie ich Fisk kenne, erpresst er den Bürgermeister mit den Rechnungen. Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Ja, sind wir schon. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Dann gucken wir mal. Zwei Story-Missionen in einer Aufnahme. Okay, auf diesem Weg komme ich in Normans Büro. Ich kann nicht rein, ohne ein paar Sicherheitssysteme abzuschalten. Aber wenn sie mich sehen, werden sie hier alles abriegeln. Gut. Ich könnte mich vielleicht von draußen in die Netzwerksicherheitsmodule hacken.
Hier sind die Netzwerkkabel. Sie führen zum Sicherheitsmodul. Das ist eine Ringes, das ist eine andere Lampe, dann hier hoch. Na also, ein Sicherheitsmodul. Es scheinen 4 davon im Gebäude verteilt zu sein. Das sollte es mir leichter machen. Was zum Teufel? Sicherheitsteams, melden! Okay. Segment Team Alpha ist bereit. Sieht nach einem Elektrikproblem aus. Verstanden. Behaltet den Außenbereich im Auge. Wir kümmern uns darum. Und ich dachte schon, es wird einfacher. Okay, schön den Linien ausweichen. Roten Punkt, roten Punkt. An alle Sable-Teams, wir scheinen ein Software-Problem zu haben. Wir holen einen Experten her. Verstanden. Wir suchen draußen weiter. Da ist der nächste. Da ist das zweite Modul. Was? An alle Agents, jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Okay, jetzt machen sie es noch schwerer. Initiiere Delta-Protokoll. Mann, heutzutage haben alle Drohnen. Sable-Teams, Lagebericht bitte. Außenkontrolle negativ. Hier ist alles sauber. Lag das wirklich an der Software? Das untersuchen wir im Moment. Bitte aktuelle Alarmstufe beibehalten. Da geht's hoch. Ja, Achtung, an alle Sable-Teams. Es besteht die geringe Möglichkeit eines Eindringlings. Wir analysieren die Daten. Verdammt, jetzt ist noch ein Subsystem offline. Und das letzte. Ja? Überprüft den 85. Stock Außenbereich. Verstanden, Zentrale. Im Anflug. Ich muss weg. Ja, nach Hause. Hi, MJ. Es ist gerade ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über morgen Michaels. Okay, mach einfach nichts Verrücktes. Verrückt. Wo ist dieses letzte Modul? So, das ist ja erstmal ja nicht so schwer hier. Da ist es. Wow, knappig. Ah, da ist das letzte. Ganz simpel. Mit dem Handy hackt er sich da rein. Gut, jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro. Finde hoffentlich mehr über Morgan Michaels und Teufelsatem heraus. Außenkontrolle negativ. Sollen wir abriegeln? Noch nicht. Mr. Osborne ist mitten in einem wichtigen Gespräch. Aber sucht weiter. Es muss jemand da draußen sein. Moment. Wir wechseln auf eine sichere Leitung. Ich bin Ihnen meilenweit voraus, Wilson. Meine Leute gehen Ihre gesamten Akten durch. Wenn Sie unser Geschäft auffliegen lassen, steht Ihr Wort gegen meines. Und ich bin nicht der hinter Gittern. Moment. Redet Norman mit Wilson Fisk? Neo-Statue? Wovon reden Sie? Die Neo-Statue aus dem Auktionshaus. Sie müssen die Akte meinen, die MJ gefunden hat. Wer hat die Akte? Wir, Norman. Aber sie verrät uns nicht genug. Und deshalb begehe ich gerade einen illegalen, aber moralisch vertretbaren Einbruch. Sie aufgeblasener Mistkerl! Sie lügen! Nicht so wütend, Norman. Wir wissen, dass du und Fisk ein Teufelsatemlabor habt. Aber wir wissen noch nicht, wo es ist und was Michaels damit zu tun hat. Hoffen wir, dass dein Computer uns mehr sagt. GR27. Dr. Morgan Michaels ist der wissenschaftliche Leiter, aber die Lage des Labors ist zensiert. KI-gesteuertes CRISPR? Wenn das wirklich funktioniert, heilt es alle Erbkrankheiten. Mukoviszidose? Huntington? Verrückt. Doch gut. Okay. Gutes, hocheffizient und gleichmäßige Resultate. Das schlechte, viraler Zugangsmechanismus. Ach so, okay, also das Immunsystem wird mit attackiert. Infizierte Subjekte sind hoch ansteckend. Ein Subjekt damit benetzt. 7 Tage später sind alle 40 tot. Okay. Gruselig. Stopp. Das Hässliche. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe.
Ja, ein Infizierter kann eine globale Epidemie auslösen. Labor hat es genannt Teufelsatem. Dr. Michaels trägt die einzige Probe immer bei sich. Deshalb will Lee ihn. Wer Michaels hat, hat auch den Teufelsatem. Mr. Osborn glaubt, dass die Belohnung das Risiko wert ist. Alle möglichen Krankheiten heilen oder die Welt auslöschen. Ja, Geheimhaltung muss gewahrt werden. Wenn das rauskommt, ist es ein PR-Albtraum und kann Oscorp in den Ruin stürzen. Um das Risiko eines Ausbruchs zu minimieren, hat Michael eben das einzige Exemplar immer bei sich. Alles klar. Mein Englisch war auch mal besser. Aber nun gut. Ich finde diese Krallen an dem Anzug vorne so. Gibt man zu wieder Zeit für einen neuen. So schnell ist er weg. So, jetzt wird das mal wieder telefoniert werden. Next Level! Erstmal leveln. Zack, 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 hier. War schon gesagt. MJ. Hey Pete, was gibt's? MJ, halt dich fest. Der Teufelsatem wurde nicht als Waffe entwickelt, sondern als Behandlung bei Erbkrankheiten. Im jetzigen Zustand ist er extrem fehlerhaft. Statt den Körper zu heilen, reißt er ihn in Stücke. Wir müssen Dr. Michaels finden. Sable kann so eine tödliche Waffe nicht kontrollieren. Ich weiß da vielleicht was. Charles Standish wird in Sables Central Park Lager festgehalten. Wenn jemand weiß, wo Michaels ist, dann Oscorps Finanzchef. Ich versuche, zu ihm vorzudringen. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. In ein Sable-Lager einschleichen. Das kann schiefgehen. Ich muss zum Central Park. Okay, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schauen mal, was MJ da so plant. Und vielleicht machen wir unterwegs noch ein oder zwei Herausforderungen. Bis dahin, euer Staffel.